etwas, das uns ganz, ganz wichtig im Dienst von Gottes Haus ist, das ist, dass wir gläubige Menschen für das Wort Gottes begeistern wollen, ermutigen wollen, dieses Wort zu lesen, zu studieren und es in das Leben hineinzunehmen als etwas, was Leben schenkt. Solange du dieses Wort Gottes nur liest wie einen Roman oder wie einen Zeitungsbericht, wirst du das Leben, was in diesem Wort ist, nicht empfangen können. Solange du das Wort Gottes nur liest als eine Geschichte, die irgendwann irgendjemand mal da reingeschrieben hat, wirst du nicht das Leben empfangen, den Segen empfangen, den dieses Wort dir geben möchte. Solange du diese Berichte der Bibel, dieses Wort Gottes, die Verheißungen nur liest oder nur anschaust, wie man ein Bild anschaut, oder wenn du es auseinandernimmst, wie man etwas, was man hergestellt hat, auseinandernimmt, wirst du nie in den Segen, in den Reichtum des Wortes hineinkommen. Dann wirst du das Wesentliche in deinem Leben nicht ergreifen können als ein persönliches, dir zugesprochenes Wort Gottes. In der Bibel lesen wir, dass es heißt, Gott wacht über seinem Wort. Oder Gott hat wirklich dieses Wort gesetzt, dass es die Menschen erreichen kann, die seine Kinder sind. Wir lesen dort, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das Wort Gottes möchte dich ausrüsten. Das ist etwas, was er dir in dein tägliches Leben hineingeben möchte. Etwas, mit dem du handeln sollst, mit dem du umgehen sollst, was du wirklich wie ein Werkzeug anwenden sollst in deinem täglichen Leben. Oder in einem anderen Bild gesprochen, das Wort Gottes ist wie Samenkörner, wie etwas, was in den Boden unseres Herzens gelegt wird und was aufgeht und Frucht bringt. Wenn du ein Samenkorn in die Erde legst, dann wird es die Frucht hervorbringen, die als DNA in diesem Samenkorn enthalten ist. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Es wird etwas in deinem Leben entfalten, wenn du ihm Raum gibst, wenn du es wirklich pflegst und hegst, dann wirst du die Frucht dieses Wortes, die Frucht der Verheißung essen können. Wir lesen, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befeuchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, zu dem ich es ausgesandt habe. Das Wort Gottes bewirkt etwas in deinem Leben. Es bringt etwas hervor. Das ist die Absicht Gottes, weshalb er sein Wort gegeben hat. Er möchte, dass die Verheißungen in deinem Leben hervorkommen. Denn diese Verheißungen werden oft die Situationen, in denen du stehst, wirklich ummanteln können. Sie werden dich tragen können durch schwierige Zeiten. Sie werden dich tragen können, wenn du entmutigt bist, wenn du deprimierte Gedanken hast, wenn du Trost brauchst. Die Verheißungen Gottes sind wie Samenkörner in deinem Leben und sie wollen eine Frucht in deinem Leben sein. Ich ermutige dich, dieses Wort Gottes neu in dein Herz hineinzunehmen. Und wenn dir das schwer fällt und du sagst, oh, ich kann so wenig damit anfangen, ich verstehe das alles nicht so richtig, fang an zu beten. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir sein Wort offenbart. Bitte ihn, dass er dir aufschließt, was du nicht verstehst.
lies das Wort Gottes nicht eben nur so im Vorbeigehen und ja, ich habe ja heute schon mal in der Bibel gelesen, aber hat mir ja nichts gebracht, hat mir ja nichts zu sagen gehabt. Nein, bete, dass der Herr dir sein Wort öffnet. Bete, dass er zu deinem Herzen spricht. Bete, dass er in deine Situation hineinspricht. Und du wirst diesen Segen und das Leben empfangen, was in dem Wort Gottes ist. Du wirst seine Verheißungen erleben. Gott hat mehr für dich.